Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe gerade, obwohl ich seit 10 Jahren Kontaktlinsen trage, es nicht geschafft, diese Kontaktlinse hier reinzutun. Vielleicht seht ihr das auch, dass mein Auge sehr rot ist. Also hier habe ich eine Kontaktlinse drin und hier nicht. Es hat einfach die ganze Zeit so weh getan, also mein Auge tut immer noch weh, deswegen muss ich jetzt kurz eine Pause machen, bevor ich die Linse einsetze. Da es aber einen Silent Talk gibt, muss ich dementsprechend auch warten, bis mein Auge sich ein bisschen beruhigt hat, damit ich die Linse einsetzen kann, weil sonst kann ich mich nicht schminken. Leute, ich bin maximal gestresst. Gestresst. Dieses Video hier werde ich für Sonntag hochladen und heute habe ich Geburtstag dann für euch. Ich habe Geburtstag. Ich bin gerade immer noch dabei, meine Saftkur zu machen. Es ist heute mein 4. Tag. Wir haben heute den 7. September. Also offiziell haben wir den 7. September. Für euch haben wir den 10. September. Und Tag 4 meiner Saftkur. Es läuft gut, muss ich schon sagen. Also ich habe jetzt auch schon sehr viel Erfahrung. Wir haben gerade noch früh, 12.15 Uhr. Ich trinke meinen zweiten Saft. Cheers, mein Lieblingssaft. Nicht. Rote Beete. Ich habe schon in meinem letzten Video schon verraten, dass ich einen Friseurtermin habe. Den Friseurtermin habe ich morgen. Deswegen habe ich mir heute nochmal diese 2 Buns gemacht, weil die kann ich mir mit langen Haaren nicht so wirklich machen. Deswegen, ja, dachte ich mir, komm, ich zuppel mir gleich noch Haare hier vorne überall raus, damit es halt besser aussieht. Aber fürs Schminken dachte ich, ist besser so. Ich bin so gestresst und ich bin ein bisschen krank. Es ist schlecht. Und ich hoffe, dass das in den nächsten 3 Tagen weggeht, bis wir fliegen. Ich habe keine Lust darauf. Und ich bin mir so sicher, dass durch die Saftkur diese Erkältung eingedämmt wurde. Weil ich glaube, sonst wäre ich todkrank. Das ist ja immer im Urlaub, ne? Gestern war mein letzter Arbeitstag, zack, bin ich krank. Beziehungsweise so der Körper, der merkt schon. Der fährt schon in den Ruhemodus, der fährt schon in den, ist gedanklich schon im Urlaub, schon in, ich bin schon in Marokko in meinem Kopf unterbewusst und deswegen mein Körper hat gesagt, ciao. Ich muss nicht mehr funktionieren, ich kann jetzt, was die ganze Zeit aufgestaut wurde und die ganze Zeit nicht rausgekommen ist, kann jetzt rauskommen. Aber es ist ein sehr milder Verlauf. Heute Morgen zum Beispiel hatte ich am stärksten Halsschmerzen von den ganzen letzten 4 Tagen. Aber dann habe ich so in den nächsten 1-2 Stunden, wo ich dann aufgestanden bin, voll viel gehustet und so. Und dann war es irgendwie weg, weil das hat sich so angefühlt wie so eine richtige verkrustete Schicht an meinem Hals. Wisst ihr, wie ich meine? Das, was man so abhusten muss. So richtig trocken und so crusty und so. Ihr kennt doch meine legendären Zeitpläne, oder nicht? Wo ich immer sage, an dem und dem Tag habe ich zum Beispiel 6 Stunden Zeit und will noch das erledigen. Und ich schaffe es halt nie, weil das halt mega unrealistisch ist. Und das ist jetzt wieder so eine Sache. Ich habe noch 3 Tage, okay, sagen wir mal mit Sonntag einschließlich 4 Tage, 7., 8., 9., 10., ja, um ein paar gewisse Dinge zu erledigen. Und das ist sowas von unmöglich. Also es könnte gut sein, es tut mir leid, wenn es so sein sollte, dann tut mir wirklich leid, dass in den 2 Wochen, wo ich im Urlaub bin, wirklich nur sonntags jeweils ein Video online kommt. Weil wirklich realistisch gesehen habe ich einmal ein Video, wie ich meine Freckles mit Henna gemacht habe. Seht ihr die? Ja, die sieht man auch, ne? Das sieht schon echt richtig natürlich aus, aber man sieht das gar nicht so stark. Das Video wird online kommen, ich weiß noch nicht wann. Boah, das ist so hässlich, meine Nägel. Ich will gar nicht mehr so machen und so, weil das sieht so scheiße aus. Ich muss aber, das kann ich mir das nicht merken. Das Video mit dem Henna, dann habe ich noch einen Vlog, den ich wahrscheinlich heute Abend auch beenden werde und dann morgen einen neuen starten werde. Dann muss ich aber viel filmen, am besten die ganze Zeit filmen gefühlt. Dann dieses Style and Talk, dann drehe ich mit Kerstin das Update-Treffen nochmal neu. Weil das alte musste ich runternehmen. Und dann halt noch einen neuen Vlog von meinem Geburtstag und so die letzten Vorbereitungen. Und ich drehe gleich im Anschluss von diesem Video nochmal das Video mit den 5 Sprachen der Liebe. Das habe ich nämlich auch runtergenommen. Das ist ja schon 1,5 Jahre alt gewesen oder so. Aber das, 1,5 Jahre, genau. März letztes Jahr habe ich es, glaube ich, hochgeladen. Keine Ahnung, ich muss gucken, wie ich das schaffe, wie ich es gedeichselt kriege. Mein Auge hat sich, glaube ich, ein bisschen beruhigt. Ich gehe jetzt meine Linse einsetzen. Tschüss. Wieder da, ich habe es geschafft. Und jetzt fange ich an, mich zu schminken. Der Witz an der ganzen Sache ist, ich schminke mich jetzt. Deswegen mache ich auch wieder mein Alltags-Make-up. Ha, man kennt's. Und sehr wahrscheinlich werde ich mich auch danach wieder abschminken. Weil ich fahre gleich in die Therme mit meinen Mädels. Und ich freue mich extrem, weil ich wollte schon das ganze Jahr über die Therme und es hat die ganze Zeit nicht geklappt. Deswegen, today is the day. Finally! Und ich wollte es auch unbedingt noch machen, bevor ich meine Haare bekomme. Und deswegen schminke ich mich auch ab, damit ich mit meinem Kopf ins Wasser gehen kann. Also ich habe das Gefühl, die Sommersprossen sieht man irgendwie gar nicht mehr. Nur noch hier voll wenige. Let's talk about meinen Urlaub. Ach, wobei, eigentlich muss ich jetzt meinen Eyeliner machen, dann kann ich gar nicht reden. Ich habe auch gerade meine Augenbrauen einfach gemacht, ohne zu reden, weil mir einfach nicht
nichts eingefallen ist, worüber ich reden kann. Ich bin so innerlich gestresst, dass ich eigentlich, also ich sag euch ehrlich, eigentlich würde ich gar keine Videos machen. Aber wenn man selbstständig ist, heißt es ja, dass man selbst und ständig arbeitet. Und das kann ich mir nicht leisten. Also es ist nicht so, dass ich keine Videos drehen möchte. Ich habe Lust, Videos zu drehen, aber mein Kopf ist so voll mit so vielen Dingen, dass ich habe was auf meiner Linse, dass ich eigentlich gar keinen Kopf halt einfach nur gerade dafür habe, weil ich so innerlich total gestresst bin. Aber es ist auch guter Stress. Also kennt ihr den Unterschied zwischen Scheißstress und gutem Stress? So Scheißstress ist zum Beispiel damals im Abi, wenn man lernen musste für die Klausuren, das war Scheißstress. Und guter Stress ist zum Beispiel teilweise Umzüge, weil das ist ja etwas, was man gerne macht irgendwo. So, das ist zum Beispiel guter Stress. Und das gerade ist auch guter Stress. Versteht ihr, wie ich meine? Aber trotzdem ist es Stress und der Körper ist so ein bisschen... Und deswegen ist mein Kopf so leer gerade. Schwierig. Ich weiß nicht, wie ich alles unter einen Hut kriegen soll. Ich mache mal wieder einen freaky orangenen Eyeliner heute. Aber nein, das wird man gar nicht sehen. Rückzug. Mach braun, schwarzen Eyeliner. Braun Eyeliner. Mach schwarzen Eyeliner. Hässlich. Ob das ein dicker Eyeliner ist? Wahrscheinlich. Nee, das sieht hier scheiße aus. Sieht aus wie eine Fledermaus. Mit den Haaren auch noch. Nee. Gefällt mir nicht. Vielleicht soll ich lieber Halloween-Tutorial machen. Katastrophe. Ja, mach ich wohl keinen Eyeliner heute. Komm Leute, mach ich ein bisschen Lidschatten stattdessen. Ich hab irgendwie gar keine Schminke mehr. Dann ist mir auch tatsächlich egal, aber... Mein Urlaub steht ja vor der Tür und ich habe gerade eben unsere letzte Unterkunft gebucht und ich hoffe, dass ich jetzt wirklich an alles gedacht habe. Weil stellt euch mal vor, wir sind einfach vor Ort so und ich habe einfach irgendwas übersehen. So, weil das ist halt einfach so viel, was wir da tun. Wir haben, glaube ich, 8 verschiedene Unterkünfte in 12 Tagen. Das ist eigentlich so heftig, wenn man mal so nachdenkt. Und die letzte Unterkunft in Marrakesch habe ich jetzt gerade gebucht. Das ist so irgendwann gegen Ende, mittendrin bis Ende. Weil da war ich mir noch nicht ganz sicher, wie wir es machen, weil ich bin danach für eine Nacht in der Wüste. Und da hatte ich halt, also hatten wir überlegt, einfach 2 Nächte in der Wüste zu bleiben. Aber da wir davor ja auch für 4 Tage mehr oder weniger in der Wüste sind, habe ich mich dann doch dagegen entschieden und habe dann doch in Marrakesch gebucht. Ein Bed and Breakfast, also quasi ein Riad, würde ich mal sagen, heißen die ja da. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Also ich kann es eigentlich irgendwie alles noch gar nicht glauben. Und ich glaube, wir müssen da auch dann vor Ort irgendwie so einen vollen Rhythmus für uns finden, wie wir was machen, wann wir immer losfahren zur nächsten Destination. Weil es ist ja nicht so, dass wir in einer halben Stunde immer beim nächsten Spot sind. Also wir müssen ja teilweise 3-4 Stunden fahren. Sowieso, es wird so aufregend, wenn wir erstmal da ankommen, dann müssen wir uns ja erstmal darum kümmern, dass wir halt unseren Mietwagen bekommen, weil, to be honest, ich war mir zu geizig, wirklich. Ich habe einen Mietwagen genommen, die sind ja sowieso schon arschteuer da, wo ich gar nicht drauf klarkomme. Ich habe in so vielen Ländern Mietwagen gemietet und die waren alle so im selben Preissegment und da auf einmal scheißen die voll rein und es ist einfach 6-mal so teuer oder so. Deswegen, und die hatten halt nur bis 23 Uhr auf und wir landen halt um 22.50 Uhr und wir haben ja auch kein Aufgabegepäck, sondern nur Handgepäck. Und dann habe ich halt angegeben, dass wir um 23 Uhr den Mietwagen abholen und wahrscheinlich werden wir zu spät kommen. Aber Alter, ich habe es nicht eingesehen, dann, wenn wir um 23.10 Uhr da ankommen, ich 50 Euro Aufpreis bezahle. Irgendwie nicht so. Deswegen, ich meine, kann sein, dass wir dann trotzdem Aufpreis bezahlen müssen, wenn wir dann zu spät kommen. Aber dann habe ich es wenigstens versucht. Wer weiß, vielleicht landen wir auch früher. Wir müssen einfach ganz vorne im Flieger sitzen, dann direkt raus, direkt zu diesem Schalter laufen, wo wir den Mietwagen nehmen und gib ihm. Weil, Alter, was ist los mit denen? Ich habe ja eine Kostenaufschlüsselung gemacht. Also ich habe mir wirklich bei allem aufgeschrieben, was wie viel gekostet hat. Einmal 120 Euro pro Person und einmal 115 Euro pro Person. Also 235 Euro pro Person. Also knapp 500 Euro insgesamt nur für Mietwagen für 8 Tage. Wow. Haben die Lack gesoffen vielleicht? Und wir haben nicht mal irgendwie einen krassen Wagen. Klar, wir haben jetzt Automatik genommen. Aber sonst ist es kein krasser Wagen. Und ich bin auch schon zu dem Zeitpunkt bin ich schon 27. Das heißt, dann zähle ich auch offiziell in keinem Land mehr zu junge Fahrer. Das heißt, dadurch war es nochmal ein bisschen günstiger. Und ich habe schon Rabatt von Check24 abgebucht, weil ich bin Check24 Gold Club. Und deswegen habe ich da schon Rabatt bei beiden Buchungen, weil es einmal am Anfang der Reise und einmal am Ende der Reise, dass wir jeweils für 4 Tage Mietwagen haben, habe ich bei beidem, glaube ich, 40 Euro Rabatt oder so bekommen. Das habe ich schon abgezogen. Also das bekomme ich nach unserer Reise gut geschrieben. Das heißt, eigentlich noch 80 Euro on top. Also wären wir dann bei 550 Euro oder so ungefähr, weil es war ja nicht ganz 500. Ungefähr 550 Euro. Also, sorry, ne?
Und wenn da irgendwas im Urlaub passiert, ne, wie in Barcelona, irgendwas mit Einbruch oder sonst was, dann raste ich ja wohl komplett aus. Aber ich bin komplett abgesichert. Also ich habe diesmal nicht denselben Fehler gemacht. Ich habe mich komplett abgesichert, nochmal zusätzlich eine Versicherung abgeschlossen. Also die können mir ja nichts. Ja, und dann landen wir da halt. Müssen, wie gesagt, als allererstes ganz schnell zu unserem Mietwagen-Ding rennen. Mietwagen abholen und dann müssen wir uns um SIM-Karten kümmern, weil sonst kommen wir nicht von A nach B. Das Gute ist, unsere erste Unterkunft, beziehungsweise habe ich noch nicht mal geguckt, aber dürfte nicht allzu weit vom Flughafen entfernt sein. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, eine halbe Stunde. Aber ja, habe ich nicht mal nachgeguckt. Also, ich habe zwar alles geplant, den ganzen Trip, aber ich bin jetzt auch keine hundertprozentige Planemaus, ne? Also, ich bin trotzdem noch sehr schusselig und flexibel und spontan und ich denke so, das wird schon. Jetzt habe ich mir meine Wimpern endlich mal wieder nachbestellt. Ich wollte es schon so lange machen. Das sind die Chaos-Wimpern von Naomi. The Melody Lashes. Und ja, ich habe jetzt schon mal den ersten geschnitten ein bisschen. Ja, müssen wir uns dann SIM-Karten suchen, das irgendwie machen. Das alles dann noch mäßig in der Nacht. Dann zu unserem ersten Airbnb. Denk mal, eine halbe Stunde wird es entfernt sein. Und dann, ja, gehen wir ja da, denke ich mal, schlafen. Auch nicht allzu lange, weil wir sind ja da quasi nur zum Übernachten und müssen dann ja relativ früh, wahrscheinlich so gegen 11 oder so, wieder auschecken und dann geht's weiter. Und dann ist offiziell dann unser erster Tag am 11. Das ist so crazy einfach. Also der ganze Trip steht jetzt, die ganze Route steht jetzt und ich bin einfach so gespannt, wie das alles wird. Ich bin auch echt aufgeregt, muss ich sagen, weil sowas in der Richtung hatte ich ja auch noch nie. Dass man wirklich jeden Tag on Tour ist, außer wo wir halt 4 Tage im selben Hotel sind. Das wird dann nicht so sein, das wird chillen und keine Ahnung, da machen wir halt dann ein paar Ausflüge, denke ich mal, vom Hotel aus. Da ist auch wahrscheinlich unsere Zusammenarbeit geplant. Ja, aber sonst sind wir die ganze Zeit on Tour. Und ich bin auch einfach so gespannt, wie es meinem Freund gefallen wird. Weil zum Beispiel Vika, die war auch früher so ein Mensch, so nur Hotel, all inclusive, nur chillen, gammeln, nichts machen. Und dann hat sie das erste Mal mit ihrem Freund einen Urlaub gemacht, wo die dann auch sowas in der Richtung gemacht haben, jetzt nicht so krass wie ich. Aber halt generell so viel erkunden selber, mit dem Auto unterwegs sein und so. Und das hat sie halt unnormal gepackt und deswegen hoffe ich, dass es bei meinem Freund auch so sein wird. Das erste Mal neue Wimpern kleben ist immer so scheiße. Die sind dann noch nicht so eingelebt. Und was für mich auch so voll anders ist, ist, ich bin 12 Tage weg. Ich war das letzte Mal vor 4 Jahren so lange im Urlaub. Sonst war das Maximum, glaube ich, 7 oder 8 Tage. Aber 12 Tage war ich wirklich das letzte Mal, das erste und letzte Mal vor 4 Jahren, wo ich in Afrika war. Ich habe noch nie so lange Urlaub gemacht. Ich habe zwar schon sehr viele Urlaube gemacht, aber nie so lange. Hat sie mir letztens noch ein paar Fragen gestellt. Ich dachte, das kann ich jetzt auch noch hier in dieses Video mit reinbringen. Und zwar die Frage, vor was hast du am meisten Angst auf deiner anstehenden Reise? Also, ich habe erstens Angst, wie gesagt, dass ich irgendwie irgendwas... Scheiße, ich war zu langsam. Dass ich irgendwas vergessen habe irgendwie. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwas einfach nicht bedacht habe. Und wir dann vor Ort irgendwie... Dass ich dann diesen Moment habe, wo ich denke, scheiße, wie konnte ich das übersehen oder vergessen oder keine Ahnung bei meiner Planung. Das ist so was, wovor ich ein bisschen Angst habe. So plötzlich können wir nicht fliegen oder so. Also vor Ort fliegen wir auch nochmal. Wir sind ja 4 Tage da. Dann fliegen wir nochmal weiter. Dann kommen wir wieder zurück. Und dann sind wir wieder 4 Tage mit dem Auto unterwegs. Also stell ich mir vor, wir können so plötzlich nicht fliegen oder sowas, weil ich irgendwas Essentielles einfach vergessen und übersehen habe. Davor habe ich zum Beispiel Angst. Und ich habe auch Angst, dadurch, dass es auch zum Beispiel in Barcelona passiert ist und ich die Erfahrung jetzt einfach mal gemacht habe, dass irgendwie, weil wir halt die ganze Zeit im Auto sind und die ganze Zeit alles dabei haben, also unser Gepäck auch immer dabei haben, dass irgendwie in unser Auto eingebrochen wird. Also wir können ja nie, also wir müssen ja die ganze Zeit aus dem Koffer leben und jeden Tag unseren Koffer wieder mitnehmen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich richtig nervig finden werde, was mir gar nicht gefallen wird, weil im Urlaub ist das immer so, mein Koffer liegt da und alles ist verstreut im ganzen Zimmer. Und ich lebe auch die ganze Zeit aus dem Koffer, egal wie lange ich im Urlaub bin. Und dann jeden Tag den Koffer wieder mitzunehmen, wieder auszupacken, wieder mitzunehmen, wieder auszupacken, das wird halt nervig. Ist jetzt auch nicht so schlimm oder so tragisch. Aber ich glaube, ich habe dann Angst, wenn wir halt alles im Auto haben, das eingebrochen wird und alle unsere Sachen weg sind. Deswegen nehmen wir auch beide einen Rucksack mit. Und ich würde dann die wichtigsten, essentiellsten und wertvollsten Wertgegenstände in meinem Rucksack haben und den Rucksack immer mitnehmen, wenn wir das Auto verlassen. Weil man weiß nie. Weil alles andere im Koffer, so Klamotten und sowas, das sind nur Bedarfsgegenstände, kannst du neu kaufen. Aber wenn jetzt sowas wie Portemonnaie oder Pass oder keine Ahnung was geklaut wird, ist es halt schon schlecht. So,
habe ich gar keinen Schwamm. Nicht so einen kleinen Schwamm. Ansonsten zum Beispiel, mir haben halt voll viele geschrieben, boah, das Land ist voll gefährlich. Mein Freund hat mir jetzt auch nochmal gesagt, dass es relativ gefährlich ist und dass mir das auch schon ein paar Leute so erzählt haben, so von seinen Freunden, die auch da gelebt haben und so. Andere wiederum haben mir geschrieben von meinen Zuschauern, dass es gar nicht so gefährlich ist und dass viel moderner geworden ist in den letzten Jahren und keine Ahnung. Deswegen, ich kann es gar nicht einschätzen. Aber Leute, wir fliegen nach Marokko, wir fliegen nicht in, was weiß ich, in was für ein Land, wo es halt mega gefährlich ist. Es gibt in jedem Land gefährliche Ecken, sag ich mal. Aber ich glaube jetzt nicht in die Städte, in die wir fahren, dass das jetzt so gefährliche Dinger sind. Also ich mache mir da tatsächlich gar keine Sorgen. Also, weiß ich nicht. Da bin ich irgendwie tiefenentspannt. Also irgendwie habe ich mich schon zu Ende geschminkt. Und in guten 2,5 Stunden darf ich mich wieder abschminken. Lieben wir. Hab gerade nochmal kurz mit meinem Freund telefoniert. Der hat mir nochmal gesagt, dass er sich voll auf den Urlaub freut. Also erstmal auf meinen Geburtstag freut, dann auf den Urlaub freut. Und mir geht's halt genauso. Es ist für mich alles wirklich diesmal extrem unreal. Als ob ich zum ersten Mal Urlaub mache in meinem Leben. So voll komisch irgendwie. Und vor allen Dingen, ich habe so hohe Erwartungen an den Urlaub, dass es so richtig einfach nur krass wird. Also die Sachen, die wir da sehen. Ja, ich habe sehr hohe Erwartungen. Ich habe gerade eine Transition gemacht. Wollt ihr die mal sehen? Das passt doch gerade, der Sound zu meinen Haaren, oder nicht? Das passt alles schon wieder hinten und vorne nicht. Weil ich werde jetzt dieses Video hier beenden, auch wenn das wahrscheinlich das kürzeste Style Talk meines Lebens war, weil ich erstens auch gar nicht so viel zu erzählen hatte und zweitens mein Koffer so leer ist und ich so voll lost bin gerade. Trotzdem will ich ja jetzt noch im Anschluss ein Video drehen und so meine Tasche packen. Ich muss noch fahren und mir ist total heiß gerade. Mir ist richtig heiß. Ich fühle meinen Look irgendwie voll. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, mir wird es gar nicht so gefallen, aber ich finde es cute. Ich finde es richtig cute. Was sagt ihr denn dazu? Übrigens Lippen. Keine Ahnung, ob es das noch gibt von Huda Beauty. Einen matten Liquid Lipstick in der Farbe Girlfriend. Falls es jemanden interessiert. Ja, ansonsten, ihr müsst natürlich dringend bei Instagram bei mir vorbeischauen. Ich heiße da erika.yt. Für die, die mir da noch nicht folgen, folgt mir da definitiv, weil es wird sehr viel Urlaubscontent auf Instagram kommen, halt Stories jeden Tag. Und das dürft ihr definitiv nicht verpassen, weil das wird so ein Abenteuer und ich möchte euch auf jeden Fall daran teilhaben lassen. Also ich werde natürlich auch dort vloggen, aber das Ganze wird natürlich dann auch erst natürlich online kommen, wenn ich wieder zu Hause bin. Das kommt mir so vor, diese 12 Tage, als ob ich irgendwie für ein Jahr verreise. Wisst ihr, was ich meine? Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Also das hatte ich irgendwie noch nie so. Aber das ist schon lang. Ich finde es richtig lang. Und ich habe auch richtig Angst. Ah, das ist auch noch eine Angst. Ich habe Angst, da krank zu werden. Nicht im Sinne von wie jetzt so erkältungsmäßig, sondern weil wir was Falsches essen. In Dubai war ich ja zum Beispiel auch krank. Wer weiß, vielleicht lag das ja auch an dem vielen Indisch. Aber nee, die Olya, die Zuschauerin, mit der ich ja an dem Tag war, die hatte ja genau dasselbe wie ich und die hat kein Indisch gegessen. Ja, meine Angst ist auch, ich habe es schon meinem Freund gesagt, wir dürfen nicht viel Obst und Gemüse essen, immer nur gekochte Sachen, keine Getränke mit Eiswürfeln, egal wie heiß es ist, weil das Wasser da ist halt nicht so wie unser Wasser und unser Darm kommt da drauf nicht klar. Und er ist auch relativ anfällig, was solche Sachen angeht, deswegen, das ist tabu einfach. Wir müssen extrem auf sowas achten. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, wie das Essen da generell ist, weil ich glaube, essenstechnisch gibt es da gar nicht so viel Auswahl. Da gibt es ja so ein ganz bestimmtes Landgericht, diese Tajin oder so. Das soll wohl richtig lecker sein. Und ich habe aber nicht ganz gecheckt. Ich glaube, das gibt es mit Meeresfrüchten. Das gibt es aber auch vegetarisch oder so. Und ich bin auch voll gespannt auf die Supermärkte da, wie die sein werden. Weil wir haben ja immer Airbnbs. Das heißt, ich würde mir immer eigentlich was im Supermarkt zum Frühstücken oder sowas kaufen, dass wir uns das da machen können, wenn es da einen Toaster gibt oder keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie es wird. Aber zumindest kann ich ja sagen, ich habe das ganze Land gesehen. Mehr oder weniger. Also natürlich nicht das ganze. Ich glaube, da kann man ein Jahr da verbringen, aber wir sind einmal quer durchs ganze Land auf jeden Fall einmal durch. Aber viele von euch haben ja halt auf jeden Fall schon die Ängste genommen. Und wenn noch Leute von euch aus Marokko kommen, schreibt mir auch gerne bei Insta privat. Dann können wir uns ja ein bisschen vielleicht austauschen oder ihr könnt mir vielleicht noch ein paar Tipps geben oder sowas. Und ansonsten war es das dann auch von diesem Video. Ja, also ich merke, das Video hat keinen Sinn mehr. Tut mir wirklich sehr leid an der Stelle, aber mein Kopf ist wirklich voll und zugleich leer. Deswegen entschuldigt das Durcheinander. Aber ihr kennt mich ja irgendwie auch so chaotisch und deswegen hoffe ich trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und vielleicht ein paar süße Worte, weil ich habe ja heute Geburtstag. Also für euch. dann könnt ihr ja mir gerne Happy Birthday schreiben. Das würde mich sehr freuen, weil ich bin ein absoluter Geburtstagsmensch und ansonsten sehen wir uns dann in meinem nächsten Video wieder. Das war's. Tschüss.